Eine Frau mit langem, geflochtenen blondem Haar, ein deplatziertes Boot hoch oben im Dschungel, eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen, ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals, eine Schlange, ein Wasserfall aus Sand. Oh, du kriegst die Tür nicht zu mit Ich dem kann dicken in die Zukunft sehen, denn Hals. du weißt, Oh mein Gott, nein, der meint doch nicht Gaston. Oh Gott, nein. Ein Wasserfall aus Sand, ein Boot im Dschungel, mit eine Pflanze mit spitzen Zähnen. Was? Ach du meine Güte. Okay, es gibt also noch sehr, sehr. Oh, Schlangi, 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 Schlangi. Komm mal her, du. Schlangen sind ziemlich schnell. Also die, glaube ich. Reicht das aus? Schlange? Ja, eine Schlange. Okay, gut. Ein Wasserfall aus Sand? Wasserfall aus Sand. Ist wahrscheinlich jetzt in einem anderen Bereich hier von der Dü von der Wüste. Weil hier sehe ich jetzt gerade keinen Wasserfall aus Sand. Ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Ich krieg die Tür nicht zu. Das hier wird wahrscheinlich noch ein Tagebuch von Gaston sein. Ja. Konnte er das tun? Ausgerechnet mir, diesem Dürren, steht eine böse Überraschung bevor. Das Böse! Okay, dass Gaston ja nie wirklich der Allerhellste war, das wissen wir ja. Aber dass sie selbst das so ein bisschen mit Rechtschreibfehlern versehen haben, ist schon wieder sehr authentisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ach du Jemine. Gott, das ist zu gut. Oh, Blumen. Von, ja, Rapunzel. Was haben wir hier? Meine Mutter hat mein Vertrauen, aber dieses Vertrauen ist vielleicht etwas vielleicht verloren draußen in dieser großen, weiten Welt. Wie soll ich weitermachen? Irgendwie allein und frei. Fühlt sich an wie ein brandneuer Morgen. Wie kann mein Leben jetzt sein? Rapunzels Liedtext. Oh, okay. Was ist das hier? Bambus? Oh, Bambus. Cool. Da geht es auch dann nicht weiter. Ich schaue mich jetzt hier erst einmal überall doch ein wenig um. Zimt. Oh, schön. Was ist das? Eine Venusfliegenfalle? Eine Fliegenfalle. Okay. Nice. Ah, und hier finde ich also Tropenholz. Zimtstangen. Oh, hier ist irgendwas. Moment. Manchmal bist du naiv, manchmal bist du es nicht. Du veränderst dich so leicht. Gestrichen ist möchte so, ich möchte so sein. Nein, das reimt sich nicht. Ah, da oben geht's weiter. Ach, ja, der Spur aus Blumen folgen. Klar, dann finden wir vielleicht Rapunzel. Hier sind noch mehr Blümchen. Noch mehr Zimt. Meine Güte, wie groß ist das Gebiet hier? Was habe ich jetzt bekommen? Rüben? Rübensamen. Ah, cool. Noch mehr Blumen. Eine grüne Fliegenfalle. Ein Spalier mit grünen Blumen.
Und noch mehr Blumen und noch ein Liedtext. So. Ich weiß es am besten, hat sie gesagt. Ich habe so lange mit ihren Worten im Kopf verbracht. Was hat sie mit meinem Herzen gemacht? Was? Also ich habe jetzt auch gerade das Boot noch nicht gefunden, was jetzt hier in der Aufgabe erwähnt war. Oh, das erstmal hier weg. Oh, hier ist noch eine Blume. Was sind das? Mandeln. Ah, ha. So viele neue Sachen. Gott. Oh, Rapunzel. Da bist du ja. Oh, wow. Du bist kein Dschungelfreund. Du bist ein Mensch. Ich meine, hallo. Du bist überrascht, eine Person zu sehen? Hast du dich verlaufen? Ich liebe deinen Zopf. Ich habe keine andere Person in diesem Dschungel gesehen seit er ein Dschungel ist. Wow, okay, was ist ein Dschungelfreund? Oh, Dschungelfreunde, so nenne ich die Tiere hier. Diejenigen, die auf allen Vieren herumtraben. Sie haben wuschelige Schnauzen, die süßesten Ohren und es gibt sie in allen möglichen Farben. Oh, du meinst sicher die Kapibaras. Kapibaras? So werden sie genannt? Das ist toll und es ist auch toll, dass du hier bist. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin Julchen. Hallo. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Julchen. Mein Name ist Rapunzel. Es war also nicht immer ein Dschungel. Wer war die letzte Person, die du gesehen hast? Aha. Nein, früher gab es hier nur Sand und Ruinen. Von dem Turm, in dem ich gelebt habe, konnte man den ganzen Weg bis zum Landesinneren sehen. Dann wurde ich eines Tages wach und draußen war es ein Dschungel. Der Turm war plötzlich sehr alt und bröckelig und Mutter war nicht da. Du meinst Mutter Gothel? Sie hat dich früher hier besucht? Fast jeden Tag. Aber als sie nicht mehr kam, habe ich mir solche Sorgen gemacht. Ich habe den Turm verlassen, um sie zu suchen. Und seitdem erforsche ich diesen unglaublichen Dschungel. Wer war die letzte Person, die du gesehen hast? Nun, ich habe einen Mann in der Wüste getroffen. Er ist groß, wie mein Freund Attila. Attila? Wer ist Attila? Und er hat viel über sich geredet. Ich habe ihn gefragt, ob das Tal gefährlich ist, wie Mutter es mir immer gesagt hat. Aber er sagte, dass das Landesinnere sei so ungefährlich, dass es langweilig sei. Ich wusste, dass Mutter wieder nicht ehrlich zu mir war. Das ist schon mal passiert. Danach kam ich zurück in den Dschungel, um über die Dinge nachzudenken. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin auf der Suche nach dem Juwel der Zeit. Glänzend? Magisch? Notwendig, um die Insel der Ewigkeit vor der drohenden Zerstörung zu bewahren? Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr? Aber die Kapibaras leben hier. Ich werde das verhindern, aber dazu brauche ich das Juwel. Ich habe im ganzen Dschungel nach meinen fehlenden Farben gesucht und viele schöne Steine gefunden, aber bis heute keine magischen. Siehst du diese schwebenden grauen Felsen? Ich kann nicht an ihnen vorbeikommen, um hinter dieser uralten Tür weiterzusuchen. Die Felsen wirken ziemlich magisch. Sind sie das, wonach du suchst? Das sind Zeitanomalien? Nein, aber das könnte meine Antwort sein. Ja, das könnte es wirklich. Es wäre toll, wenn wir beide nur eine Tür weiter eine Antwort hätten. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich werde die schwebenden grauen Felsen wegräumen, damit wir uns die Tür genauer ansehen können. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Zack, so. Und da ist noch eine Seite. Was ist das hier? Was habe ich denn jetzt gefunden? Eieieiei, okay. Was haben wir hier für einen Liedtext? Ich liebe die Sonne, der Wind, der mit den Blättern singt, ist eine Wonne. Ich liebe das Lachen des Wassers, ich liebe es, in den Bächen zu tanzen.
Also auf jeden Fall haben wir jetzt Rapunzel gefunden. Oh, halt, Moment. Erstmal hier das einsammeln, bevor das hier das Bild so. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Rapunzel gefunden. Okay. Teil des Sonnenkerns. Okay, ich muss noch das andere Teil finden. Das Gegenstück. Und warum habe ich jetzt diese ganzen Blumen gesammelt? Wofür jetzt diese Blumen sind? Messing. Oh Gott, Leute. Ach, das ist Zink. Und was ist jetzt das andere? Hier, wartet mal. Kupfer, ja. Mysteriöse Blumen. Mysteriöse Blumen. Ich hatte doch... ich hatte doch vorhin noch irgendein Material gesammelt, was jetzt... Zinn! Oh, jetzt war... Oh Gott. Ich... Ja. Ich bin in Chemie eine richtige Niete. und habe Zinn mit Zink vertauscht. Das muss... Hier, das ist Zinn, genau. Was andere ist halt Zink. So wie es halt sein... so wie es halt richtig ist. Oh, okay. Gottes Willen. Wir haben echt so viel zu tun. Die uralte Tür. Sprich mit Rapunzel. Okay. Was hast du vom Boden aufgehoben? Es sieht wie ein Teil einer Sphäre aus. Und es ist auch... Das ist aus dem gleichen goldenen Metall wie die Sonne in der Tür. Genau, ich glaube, das soll den Kern der Sonne darstellen. Aber es fehlen Teile. Ich wette, wenn wir sie finden und zusammensetzen, können wir die Tür öffnen. Das ist so aufregend. Hinter dieser Tür sind meine Farben. Da bin ich mir ganz sicher. Glaubst du wirklich, dass deine Farben dort sind? Du suchst wirklich überall nach ihnen. Ganz sicher. Ich habe den ganzen Dschungel abgesucht. Malen ist sehr wichtig für mich. Es half mir, die Zeit im Turm zu überbrücken. Es ist, als ob es meine Welt schöner macht. Von meinem Fenster aus konnte ich jede Nacht die Lichter im Landesinneren sehen. Also habe ich sie als Wandgemälde an meine Wand gemalt. Diese Lichter müssen aus den Häusern der Dorfbewohner stammen. Aber dann wurde Mutter wütend. Sie behauptete, ich sei undankbar gegenüber dem, was ich habe, und nahm mir die Farben weg, um sie irgendwo zu verstecken. Wir werden deine Farben und das Juwel der Zeit finden. Ich spüre es, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht könntest du nach Teilen des Sonnenkerns zwischen den schwebenden Felsen auf der Insel suchen. Ich habe heute Morgen welche in der Steppe und bei den Docks gesehen. Dort könntest du anfangen zu suchen. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Also noch die anderen beiden Teile finden. Und zwar bei den Docks und in der Steppe. Puh, wir haben echt viel zu tun. Und hier sind noch ein paar Blümchen. So. Ja, die kann ich noch nicht aufheben. Oh, eine Seite. Jetzt gerade erst entdeckt. Ich hatte solche Angst vor allem, dass ich einfach nicht sehen konnte, wie sie versuchte, die Welt vor mir zu verbergen. Und obwohl ich sie immer noch vermisse, ich denke möglicherweise etwas. Wie kann mein Leben jetzt sein? Kann ich diese Dornen vielleicht hier... Nee, schade, doch nicht. Ich dachte, vielleicht könnte ich die Dornen hier mit Hilfe der Gießkanne wegmachen. Da ich ja jetzt eine Verbesserung dafür habe. Aber gut. Oh. Oh. Auch schön. Nebel sammeln ist auf jeden Fall
Ja, wichtig, um hier die ganzen Tore freizuschalten. Wie viel habe ich denn jetzt aktuell? 5. Oh, sehr schön. Nicht mehr allzu viel. Und dann können wir schon mal das unten freischalten, den Aussichtspunkt. So. Ah, das sind die kleineren. Damit kann ich die freischalten. Okay, cool. So, dann mache ich hier noch die ganzen Kristalle einmal weg. Huch, ein Kapibara. Oh, ich weiß gar nicht, was du gerne isst. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Die kommen einfach zu mir. Ich muss nicht großartig mich ihnen annähern. Die kommen von ganz alleine. Ist ja putzig.